Das Mario-Universum, das Nintendo geschaffen hat, hat uns über die Jahre hin so viele interessante und coole Charaktere beschert, von denen viele Fans einfach mehr sehen wollen. So kam es dann natürlich dazu, dass besonders beliebte Charaktere wie zum Beispiel Luigi oder Peach ihr eigenes Game spendiert bekommen haben. Da es heutzutage so unendlich viele Charaktere in diesem Universum gibt, ist es natürlich nicht so leicht, diesen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie normalerweise verdient hätten. Weshalb ich euch heute auch drei Mario-Charaktere vorstelle, die ihr eigenes Spiel verdient haben. Des Weiteren läuft auch noch das Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Um dabei mitzumachen, müsst ihr einfach nur den Kanal abonnieren, das Video liken und einen Kommentar dalassen. Der erste Charakter, der meiner Meinung nach unbedingt sein eigenes Spiel verdient hätte, wäre Rosalina. Rosalina tauchte ja erstmals in Super Mario Galaxy auf, mit dem auch die ganze Handlung des Spiels in der riesigen Galaxie eingeführt wurde. Als Mutter der Lumas wurde sie schnell zu einem Fan-Favorite und tauchte daraufhin auch immer öfters in Mario Spin-Offs auf. Zudem ist sie einer der wenigen Mario-Charaktere, von denen wir wirklich eine richtige Story geliefert bekommen haben, was sie noch viel interessanter macht. In ihrem Spiel könnte man ja zum Beispiel die Geschichte nachspielen, die in ihrem Geschichtsbuch in Galaxy erzählt wurde. So geht es dann vom ersten Treffen mit einem Luma, bis hin in der weiten Galaxie ein ganzes Zuhause und eine Familie mit den Lumas zu gründen. Ich finde die Idee voll interessant und fände es cool mal zu sehen, wie Nintendo sowas umsetzen würde. Bowser, der ewige Erzfeind Marios, kennen wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Doch abgesehen von der Rolle, Peach zu entführen und von Mario besiegt zu werden, hat er nach all den Jahren auch mal verdient, selbst ins Rampenlicht zu rücken. Wieso bekommen wir nicht mal eine Story aus seiner Sicht geliefert, sodass Mario ausnahmsweise mal der Bösewicht ist? Für Fans wäre es einfach richtig interessant, mal in die Rolle zu schlüpfen, die sie seit klein auf immer bekämpft haben. Und ja, wir hätten theoretisch in Super Mario Odyssey die kleine Szene gehabt, wo wir Bowser spielen konnten, aber das war auch nicht wirklich das Wahre, könnte aber ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was in Zukunft noch auf uns zukommen könnte. Und der letzte Mario-Charakter, der es wirklich verdient hat, einen eigenen Ableger spendiert zu bekommen, wäre Waluigi. Wer denn bitte sonst? Waluigi an sich ist einfach ein mega geiler Charakter, der uns schon sehr lange begleitet. Doch leider nur als zusätzlicher Charakter in Mario-Spin-Offs oder als Antagonist in Dance Dance Revolution. Waluigi gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten Mario-Charakteren aller Zeiten. Sein Design und seine Art machen ihn einfach auf eine komische Art und Weise richtig sympathisch. Und die Vorstellung, wie das Internet einfach ausrasten würde, wenn Nintendo sein eigenes Spiel vorstellen sollte, ist einfach krass. Alleine was die Meme-Community da zaubern wird. Des Weiteren würde endlich die Chance, dass wir Waluigi auch in Smash als spielbaren Charakter bekommen, ins Immense steigen. Also bitte Nintendo, zeigt Waluigi einmal ein bisschen mehr Liebe. Und ja Leute, das wär's auch schon von diesem kleinen, kurzen, knackigen Video für euch. Mit meinen drei Mario-Charakteren, die meiner Meinung nach wirklich ein eigenes Spiel verdient haben. Schreibt mir unbedingt auch euren Charakter in die Kommentare, bei dem ihr euch wünscht, dass ihr auch ein eigenes Spiel bekommt. Oder einfach, welche Idee ihr am coolsten in diesem Video fandet. Vergesst auf keinen Fall beim Gewinnspiel mitzumachen. Wie gesagt, das Ganze geht bis zum 30.04. Einfach bis dahin immer abonnieren, kommentieren und liken. Und dann macht ihr automatisch schon beim Ganzen mit. Das wär's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde dann mal sagen, ciao.